Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guacamelee für die Nintendo Switch. Und wir spielen natürlich den zweiten Teil. Der erste, den habe ich schon mal gespielt, aber den haben wir nicht hier gespielt. So, tut mir leid, ich kann dich nicht durchlassen, du bist noch nicht tot. Oh, warte, du bist vor 7 Jahren kurz gestorben. Uns fehlt immer noch dein C7038A samt 2 Passbildern. Tut mir leid, okay. Immer noch, gut, dann müssen wir das holen. Mehr in diese Richtung. Na, hier kriegen wir noch eine neue Technik gelernt. Na, wenn das nicht der Luchador ist, den ich lieben gern hasse, weißt du, wen ich noch lieben gern hasse als dich? Salvador. Dieses Exemplar von einem Hühnen hat mich zur Schnecke gemacht und das mag Flammengesicht gar nicht. Ich bringe dir bei, wie man seine Hintern flambiert. Okay. Gehen wir hier rein. Ja. Hula. So, soll mal zeigen, welche Tricks er kann. Ich zeige dir, wie du ein echter Haudegen wärst. Okay. Ah, okay, okay, jetzt weiß ich. Okay, los geht's. Nochmal. Boom. Was hältst du davon? Und jetzt zeigen wir den, okay. Okay, nochmal. Okay, okay. Dann müssen wir hier mitmachen wahrscheinlich. Probieren es nochmal. Einer. Okay. Nein. Ah, okay, jetzt geht's. Ah, bleib mal stehen. Den haben wir noch nicht, warte mal. Yes! So, was ist davon? Alter, noch mehr Kombis. Also die Kombis sind echt hart hier, finde ich. Okay, warte. Okay, nur zweimal. Okay, der muss da runter. Oh Mann, ey, das ist echt ganz schön hardcore. Warte mal. Nein. Zu langsam. Nochmal. Okay, das war der falsche. Ich drücke mal den falschen Knopf, das ist natürlich ein bisschen nervig. Boah, was gehabt. Hätte ich fast gehabt. Letztes Ding fehlt. Nein. Immer den falschen. Ich drücke immer den falschen Knopf. Das ist echt blöd. Das war jetzt richtig eigentlich. Okay, jetzt weiß ich. Okay. Aber den kriege ich nicht. Wie soll ich ihn denn da erwischen? Das ist doch schwierig. Nochmal. Okay. Den krieg ich gar nicht hin. So ein blödes Ding. Mal. Müsste doch eigentlich gehen. Den. Das ist doch Hammer. Ach so, okay, okay. Jetzt weiß ich, warte. So. Ich wollte mal nach oben hauen, das ist natürlich dumm. Ah, okay, das geht. Das ist aber auch nicht so schwer. Warte.
ich muss in die Richtung machen, okay. Sonst funktioniert das nicht. Ich muss leider in diese Richtung sein. Nochmal. Warte mal. Den kriege ich auch nicht hin. Wieso klappt das nicht? Hä? Müsste auch möglich sein, aber irgendwie haut er mich da ganz schnell raus. Wieso geht denn das nicht? So. Jetzt davon. Gut gemacht, auch wenn ich es nur ungern zugebe. Ich hab noch mehr zu lernen. So. Ein bisschen Kohle. Jetzt mal weiter. Mal gucken, was es hier so bringt. Oh, hier müssen das Huhn sein. Ah, guck mal. Langsam kann man es drauf hier, ne? Bam! So, unser Ausdauer wird erhöht. Hammer gut. Na, ja, das ist ja egal. So, weiter geht's. Okay, wir müssen doch wieder Huhn sein. Der Huhn, das Huhn des Todes. Können wir speichern? Wie soll man denn da rüberkommen? Das geht nicht. Müssen wir hier runter gehen erstmal. Ich glaube, da kommen wir noch nicht hin. Da müssen wir vielleicht noch einen Trick lernen. Ich weiß zwar nicht welchen, aber das werden wir dann ja sehen. Los geht's. So, hier lernen wir wahrscheinlich neu, was Neues. Nee. Wenn man denn da hochkommt, das geht gar nicht. Müssen wir erstmal hier runter. Habe ich da noch einen anderen Move gelernt von dem? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht, ne? Hier links. Okay, das war dumm. Gebe ich zu. Aber ein Stückchen zu weit gesprungen. Ah, ist auch so blöd. Ich komme gerade vom anderen Spiel und da ist es ein bisschen. Da ist die Steuerung ein bisschen nicht ganz so präzise wie die hier. Die hier ist sehr präzise. Da. So, was lernt er uns? Gib nicht auf, Reisender. Du bist tapfer und deine Macht nimmt zu. Mit unseren uralten Techniken des Polo-Gleitens wirst du die Elemente beherrschen. Die Schwerkraft wird dich nicht länger beherrschen. Wie ein beherztes Blatt wirst du im Wind flattern. Hühner gleiten. Okay, zeigen wir mal, wie wir das können. Möge die Winde der Kapokat dich auf ewig mitleiten. Halte das Huhn in Luft gedrückt und wird leiten. Mach ich denn da? Na egal. Hä? Ach so, muss ich jetzt wiederholen. Ich hätte das schon. Hätte ich doch gerade geholt. Okay, weil ich tot gegangen bin. Mal kurz machen. Schnell wegdrücken. Ja, Polo gleiten. Los, komm. Polo gleiten, nicht Polo gleiten. Polo, ne? Pocho. So. Ah, okay. Das ist natürlich sehr praktisch. Denn jetzt kommen wir auf jeden Fall hier rüber. Zack. Perfekt. Ich
will man denn? Okay, erstmal auf die andere Seite. Okay, machen wir, pass auf. Nein! Okay, ist er dumm. Nochmal. Wir müssen mal drüben hin. Nein, ist er dumm. Okay, nochmal, warte mal. Okay. So. Oh, hier sind die schönen Kisten. Machen wir mal auf. Die Kohle. Die Kohle. Und ein bisschen Herzteil. Perfekt. Da freuen wir uns. Da freuen wir uns. Perfekt. Mehr müssen wir nicht können, ne? Oder mussten wir hier noch mehr lernen? Ich glaube, das war alles, ne? Gut. Dann geht's raus. Jetzt können wir endlich gleiten. Kommen wir wahrscheinlich auch hier weiter. Ja, genau, okay. Haha. Oh. Alles mitnehmen, ne? Alles mitnehmen. Okay. Hier. Juan de Lujo Tostada. Ich habe schon so lange nicht mehr gesehen. Und überhaupt lebendig gesehen, seit Kalara dich getötet hat. Einmal tot heißt nicht für immer tot, verstehe. Jedenfalls bin ich jetzt dein alter geliebter Feind, Herrscher der Welt. Ich bin es, Freunde, der Teufel. Doch leider bin ich in diesem verdammten Hahnenkörper auf alle ewig gefangen, wie ihr euch verliebt erinnert. Also willkommen in meinem Reich, oder eher was daraus geworden ist. Das ist jetzt mein Schreibtisch. Hier läuft es nicht so toll. Salvador hat alle unsere Sonderausschüsse aufgelöst. Keiner legt seine Papierkram mehr ordentlich. Jemand hat den siebten Ring der Hölle in eine Eislauf-Arena verwandelt. Es ist schrecklich. So heftig nehme ich an, ihr wollt es aber da aufhalten. Ich kann es euch verübeln. Viel Glück, Leute, wirklich. Ihr müsst euch aber richtig anstrengen, wenn ihr ihn aufholen wollt. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass er schon zwei Reliquien hat und sich just in diesem Moment der dritten nähert. Die Yada-Reliquie, die haben wir Jaguar anvertraut. Wir sollen uns beeilen, er könnte in Schwierigkeiten stecken. Alt, meine Freunde, nutzt den Zeitlinienriss gleich hinter mir. So, Zeitlinie Straßenkämpfe. Hey, wie gefällt dir mein Auto? Richtig schick, was? Richtig schick. An schönen Tagen wie diesen drehe ich gerne eine kleine Runde. Ja, frisch gewaschen. Für meinen Vater. Es gehört meinem Vater. Naja, schönen Tag noch. Boom. Oh. Klar, dass wir dagegen kämpfen sollen. Schön. Street Fighter. Hey, was machst du da? Zerstöre deine Schrottkarre. Perfecto. Perfecto. Nein! Wow, Juan, was ist nur über dich gekommen? Bitteschön. Tierra das Malas, dunkelste Zeitlinie. So. Speichert. Wir kommen hier nicht durch. Wieso geht das nicht? Muss ich da nicht durchkommen? Hä? Okay. Das ist mein geiler Move. Ah, da ist er, okay. Falscher Knopf. Oh, ich bin Polo. Kann man da durchschweben? Kann man. Okay. War gar nicht so schwer, oder? Oh. Okay. Oh.
So. So. Oh, was ist denn? Oh nein! Na gut, nochmal. Was machst du denn da, Sascha? So! Perfekt! Hätte die noch entkommen können. So. Oh, warte mal, hier unten kommen wir auch runter. Normal, wo es da hingeht? Als Huhn? Okay, warte. Nein, das war dumm. Okay, okay, warte. Okay, jetzt weiß ich, warte. So. Hey, hier ist noch ein Herzteil. Genau das wollten wir haben. Bam! So, geht das Leben nach oben. Da geht die Sonne auf. Mach jetzt nach oben hier. Speichern. Ach komm, das ist ja auch wieder eine Falle, wollte ich sagen. Ich krieg wohl nicht dahin. Mist. Oh Mann! Okay. Einmal hin. So, ist ein Hund. Ach, jetzt sind wir hier, okay. Oh ne, was ist denn das für ein Riesenviech da? Den sollten wir wahrscheinlich nicht wecken, oder? Müssen wir aber wahrscheinlich wecken. Dann müssen wir auf ihn raufklettern. Okay, das fand er nicht so witzig. Das interessiert ihn aber nicht so richtig. Na gut. Dann lass mal weitergehen. Das hier, diese wunderschöne Braut. Reden wir nochmal mit ihr. Oh, du bist also Mama Rehe begegnet? Sie ist so süß. Weck sie aber lieber nicht auf. Sie hat immer schlechte Laune, wenn sie wach ist. Okay. Aber wo wir hin sollen, ne? So, wir müssen... Quatsch, wo müssen wir hin? Warte mal. Wir müssen da runter, ne? Ne, wir müssen da hin.
Okay. Wir weilen hier. Da können wir nicht einfach so hinkommen. Aber es gibt ja andere Wege, Mittel und Wege, da hinzukommen. Oh, eine kleine Abkürzung hier, oder ist das? Oh, nee, war, da kann man speichern. Oh, hier gibt es Polo ein neues. Etwas Neues. Gucken wir mal. Das ist schon cool, ne? Das jetzt alles kann, das Viech? Oh nein! Okay. Sauber! Können wir hier oben noch killen? Wird besser, ne? Da. Da können wir jetzt noch nicht so viel machen. Müssen wir schon runter. Oh, da ist er. Also keine Sorgen, Kumpel, beim ersten Mal fällt jeder. Hühnerventilator. Kann man hochfliegen jetzt? Oder was? Gut ist das denn? Drücke in der Luft, um mit dem Polo-Gleiten auf den Luftzug des Ventilators zu schweben. Okay. Halt! Oh, da ist noch das Ding da drüben, ne? Hui! Oh. So. Oh. Egal, da gelandet. Geht auch. Weiß nicht, ob wir den hätten killen müssen. Okay, warte, wird das Haar auf die Haare vor, was? Achso. Mein Hühnerschnabel ist mega. So. Okay, jetzt komme ich hier wieder hoch. Gut zu wissen. Das war's auch, ne? Dann kommen wir wieder raus hier, würde ich sagen. Oh. Kommen wir gleich zurück. Ah, das ist ja schwer. Das ist wirklich schwer. Oh. Nein. Okay. Oh nein. Und darüber, ne? Eieiei, da. Oh, echt. Das war echt gebieft hier, da. Oh nein! Ich war schon oben. Ich so. Ist echt schwer.
Boah. Manu. Boah. Das ist echt nicht so easy going, wie ich dachte. Aber wir haben es geschafft. Und hier kommen wir wieder hoch. Halt, und erst speichern. Dann gehen wir hoch. Yes, noch ein Herzteil. Sehr gut. So, ich glaube, das reicht auch erstmal für heute. Und dann machen wir uns beim nächsten Mal auf den Weg zum nächsten Reliquie, um den Teufel aufzuhalten, beziehungsweise nicht heute, sondern Salvador aufzuhalten. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.